Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück. Ich habe ein super Rezept für euch heute, für alle High-Carber da draußen, die Kräuterbutter so vermissen wie ich. Schaut euch das an. Ich habe ein bisschen experimentiert und die ist richtig lecker und gesund und öl- und fettfrei. Und ja, also ich habe das jetzt nicht gefilmt dabei, leider. Ich blende euch immer die Bilder ein. Und zwar habe ich die 8 Kräuter vom Aldi und von Iglo, den tiefgefrorenen Knoblauch, habe ich jeweils, ja, seht ihr ja auf den Bildern, circa 1,5 Esslöffel pro Kräuter aufgetaut, ein Spritzer Zitronensaft, 2 große Kartoffeln, die habe ich im Dampfgarer gegart und dann habe ich die Schale abgemacht. Und dann so klein gemanscht, alles untergemischt. Dann kann man das ja einfach abschmecken mit den Gewürzen, die man möchte. Ich habe jetzt ein bisschen Salz dran gemacht und ein bisschen gemahlen schwarzen Pfeffer. Und ja, das schmeckt richtig lecker. Weil ja meine Männer noch mitessen, habe ich auch noch ein bisschen Mandelmus dran gemacht. 2 Teelöffel, aber das muss man ja nicht. Das schmeckt auch vorher sehr gut, ich habe es extra probiert. Ja, mit Mandelmus wird es natürlich noch ein bisschen cremiger, aber wie gesagt, das muss auf gar keinen Fall dran. Das schmeckt auch ohne sehr gut. Ja, und dann habe ich das alles schön richtig klein gematscht mit der Gabel und verrührt und das ist dabei rausgekommen. Und ich kann die jetzt sogar so pur essen, die sättigt. Die ist mega lecker und ohne schlechtes Gewissen, ohne Fett, ohne Öl, super. Also wirklich, macht das gerne nach. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!